Ja, back on track. Jetzt haben wir den guten... Ja, jetzt gut. Den guten Menschen weiter belästigen. Wir sind jetzt, Welche Etage sind wir jetzt? Steht doch hier eigentlich immer dran. In dem Erdgeschoss. Okay, da der Fahrstuhl nicht geht. Müssen wir die Treppen nehmen? Nö. Oh, jetzt kommt der Fahrstuhl. Ich will gar nicht wissen, ob da einer drin ist. Nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Wo sind wir jetzt? Dritte? Noch eine. Jetzt sind wir in der vierten. Okay. Wo hat der Hohepriester sein Apartment? Der heißt ja auch TK. T. Krummach. Okay. Wir sind da. Okay, lassen wir das. Was ist das hier? Irgendwas. Ist Klavier von der Wand gefallen? Was ist das? Ja! Oh. Die nicht beseitete Harfe auseinandergefallen. Sure, my lord. Ja. Sure me. Ja, golden throne, ja. Ja, ja, ja. Ah, guck. No safe code. Okay. 8614. Mhm. Ich habe Angst, dass diese Gruppe von Verrätern versucht, Tommy von uns zu überzeugen, dass er uns verlässt. Bis jetzt waren sie erfolglos. Wir müssen sie aufhalten. Die guten Neuigkeiten, dass wir einen von ihnen gefangen haben. Wir werden bald ein neues Zuhause finden. Hinter der Bibliothek. Ach, er wird hinter der Bibliothek ein neues Zuhause finden. Okay. Best be sure, for he is the Lord. My priest K. Ja, ja, okay, gut, wunderbar. 8614. Oh mein Gott, noch mehr Post. An alle. Ich habe einen der Verräter gefunden. Wir werden ihm keine Gnade zurecht werden lassen. Wie auch immer, es gibt noch mehr von denen. Wir haben diese Person gejagt, die sich selbst Sandra nennt. Einer unserer treuen Mitglieder hat sie in der Kapelle angetroffen. Sie ist ein Level 3 Mitglied. Ich werde mit ihr arbeiten in den nächsten Tagen. Sie wird bald ihre Freunde hinter der Bibliothek treffen. Let's be sure. Okay. Hinter der Bibliothek. Zum 2. Juli müssen wir mindestens 30 Level 3 Mitglieder, 30 Level 4 Mitglieder haben. 5 auf 7 werden wahrscheinlich Chance-Tests nicht bestehen. Das lässt uns mit 25 Männern zurück. Aber ich denke, das wird genug sein, dass wir sie auf der sicheren Seite haben. Wir müssen unsere Member schneller uns heranziehen als in der Vergangenheit. 3 Tage für jedes Level sollten reichen. Bitte gib diese neue Mitteilung weiter. Let's be sure for his Lord, High Priest Decay.
Ja. Lead us, let me sit on your golden throne. Oh, sure, my Lord. Die 8 Instruktionen für den Test. Was ist das? Die Eierabschneidemaschine, oder wie? Mhm. Das sieht nicht gut aus. Wie oft kann man diesen Test machen? Jedes der 4 Gewichte hat eins von Shaws Zeichen. Ach ja. Okay, nimm ein Gewicht. Mit dem Zeichen, von dem du der Meinung bist, dass es am meisten, am dichtesten Shaw steht. Dann tritt auf die Plattform. Wenn du deine Wahl weise triffst, das Auge von Shaw wird die Tür öffnen, um den nächsten heiligen Ring zu küssen. Wenn du dich schlecht entscheidest, wird die Klinge von Shaw dich bestrafen. Erinnere dich. Der Tod ist Skorro, Shaws Bruder. Ah! Die Spinnen sind Shaws loyalste Krieger und Spione. Die Bäume beschützen Shaw, die ihn während seiner Wanderung gejagt haben. Die Wände geben Shaw ein Zuhause und beschützen ihn, wenn er, als er sich zum Schluss niederließ. Ja gut, also der Tod ist es nicht. Die Spinnen beschützen ihn. Die Bäume. Ist vielleicht, als er sich niederließ, das wichtigste Ereignis. Soll ich jetzt darauf treten? Okay, ich hab meine Genitalien noch. Was ist das eigentlich für eine Tür? Ach, das ist Bad. Kann ich im Bad kein Licht machen? Doch, jetzt. Was versteckt? Der Hohepriester braucht gar nichts. Kein Klopapier, keine Zahnpasta, nichts. Soll ich jetzt hier rein? Ja, geh weg. Glotz mich nicht an. Oh ne, schon wieder so ein Beschwörungsapparat. Da ist er. Ah, ist der Ring. Oh, okay, was erzählst du mir denn? We could live in paradise. Ja, ja. But our forefathers abandoned Shore and they betrayed him and they followed Skorro. This sin has been passed on from one generation to the next. And now it is up to us to suffer. This is why we all are born in sin and must pray for forgiveness. Skorro is still around us. Ah, ja. He is trying to seduce us with his promise of everlasting life. Mhm. But don't fall for him. Don't follow him, for Shore hates sinners and sinners will burn. Shore loves you with all his heart if you stay on the right track. But if you decide to abandon him, if you decide to follow Skorro, then Shore will destroy you. For Shore hates sinners. If you sin, my priests will punish you. They will push you to your limits. But they don't punish you because they hate you. Yeah, yeah. They punish you because they hope that Shaw will forgive you if he sees that you are willing to suffer for him. Hmm. And maybe if you are lucky, Shaw will once again welcome you in his arms. For when the day comes, we will stand in front of him and he will judge us. And those who sinned and didn't ask for forgiveness will be sent straight to hell, where they will burn for all eternity. Ah. Those, however, who prayed for forgiveness for their sins, those who punished themselves in his name, those who bow down to him, listen to his word and love him with all their heart, those will be granted eternal life and those will sit next to him on his golden throne. Yeah. We could live in paradise. But our forefathers abandoned Shore, and they betrayed him, and they followed Skorro. Also, this sin has. We could live in paradise. Okay, das ist immer das Gleiche. Reicht ja auch. Oh, okay, du schon wieder. Love only Shore. Ja. Knutsch.
Wunderbar. Und nun? Ah! Mit dem Arsch auf diesem heiligen Thron pflanzen. Ja, was nun? Was soll ich jetzt tun? So. Ah! At the library in the basement. Ah, cool. Okay, wunderbar, dass ich immer diese... Was? Kann ich helfen? Okay, da kann ich... Okay, da kann ich wohl nicht mehr helfen. Oh. Danke, okay. Der Fahrstuhl geht nicht. Nee. Okay, gut, dann nehmen wir wohl die Treppe. Ich beeile mich einfach mal. Was bist du denn? Hier weg. Licht. Okay. Wo ist ich bin jetzt im Keller. Wo ist hier spielen wir jetzt mal weiter, weil die Folge war jetzt, das wäre jetzt sehr kurz. Wir machen mal noch eine Runde jetzt hier. Legen wir mal eine Folge ein. Aber das war jetzt eben nicht lang. Phantom Kina. Gut, wir sind jetzt in der Bücherei. Gut, das ist zu... Ach du Scheiße, ey. Was ist denn das hier? Ach, da ist nachher mein Ausgang. Okay, gut. Was bist du denn? Ja. Okay. Library. Still here. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? You are too late. Ich bin zu spät. Für was denn? Ich bin nicht zu spät, um euren Kram hier zu durchwühlen. Was, ein Brief? Okay. Mein lieber Freund. Viele Mitglieder hatten Probleme im Leben. Auf die eine oder andere Weise, als wir sie gefunden haben. Wir sind hier, um eine zweite Chance zu geben. Für sie müssen wir wirken wie ein helles, scheinendes Licht. Ohne uns wären einige von ihnen wahrscheinlich tot. Andere sind glücklich, aber haben Fragen, die keiner beantworten kann. Wir sind hier, um sie zu beantworten. Oder manche haben das Gefühl, dass ihnen etwas im Leben fehlt. Wir sind hier, um ihnen das zu geben, wonach sie suchen. Manche wissen nicht, dass ihnen etwas fehlt. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, dass ihr Leben nicht erfüllt sein kann ohne Shaw. Wir müssen ihnen einflößen. Ihnen erklären, dass nur Shaw ihnen helfen kann. Übt Druck aus, bis sie nachgeben.
entwickeln und wir können sie leben, formen wie Lehm. Was ich gesagt habe in der zweiten Folge, genau. Das Bichon, bla bla bla, genau. Like Clay. Mit diesem Buch hier irgendwas machen? Nein, okay, ich würde den AB gerne abhören. Eigentlich nicht, aber... My dear friend, I am getting really tired of repeating this, but we have to guide our flock. Please make sure that they understand that they have to study in the library until they are deemed worthy of the labyrinth. Once they are ready to advance to level 4, one of our priests will open the door to the labyrinth for them. At the end of the labyrinth, they will find the next holy ring of Shore. Blessed be Shore. After this, they have to pass one final test on the upper floor of the library. Should they pass that test as well, one of our priests will give them a key to the apartment on the 6th floor in the main building. 6. Etage kriegen wir dann. Okay, also jetzt erst studying oder erst ins Labyrinth? Ich weiß es nicht. Hier ist die Library. Okay, was soll ich denn hier studying? Test des Glaubens. Was haben wir hier? Ah. Ah. Was soll das da heißen? Achso, Ed Sandra, an Sandra. Können wir uns irgendwo treffen? Wie ich hier rauskomme, um zu besprechen, wie ich hier rauskomme. Ich habe Angst um mein Leben. Sicher, ich warte auf dich in der Kapelle. Das war das, wo sie aufgegriffen haben. Da hat einer sie verraten. Darum wahrscheinlich. Sei vorsichtig und schau nach Kameras und Priestern. Vertraue niemandem. Wir haben geschworen, Leuten zu helfen, die raus wollen. Ich werde vorsichtig sein. Eines der Bücher hat erwähnt, um Shaws Gift geschenkt zu erhalten, müssen wir uns erst prüfen lassen, dass wir es wert sind. Und um die ultimative Erlösung zu erhalten. Sprechen Sie wirklich von Selbstmord? Oh, da fragt Trom mal wieder. Ein echtes Kind von Shaw würde niemals ihn in Frage stellen. Ja. 1 von 4. Ah, okay. Nachdem Sie jetzt dein wahres Gesicht gezeigt haben, erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wie sie von Liebe und Freude und Glück gesprochen haben. Das ist alles jetzt fort. Alles, worüber sie jetzt versprechen, ist Angst, ist Hass und Furcht und Sünde. Und ja, diese dummen Glauben, dass sie Shaw wiedererwecken können. Und dass sie Glückseligkeit erlangen, wenn sie sich töten. Ihr seid Sünder und ihr werdet brennen. Viele sind auf dem Weg zu Shaw gestorben. Manche wurden von den Priestern getötet. Andere sind den Opfern den Test zum Opfer gefallen, die vom Hohepriester gemacht wurden. Ja, diese Tests wurden dafür gemacht, wurden von einem Menschen gemacht. Nicht von einem Gott, der nicht existiert. By the way, ich habe den Safecode geändert. 8996. 8996. Okay. Gut. Was ist das jetzt hier? Das zu. Zu. Da gerade Leute drin? Was ist denn das hier? Muss ich mich hier ausziehen und dann? Leide für Shaw. Und du wirst erleuchtet. Weil er der Gott ist. Boah, ach du Scheiße. Was ist das denn? Thank you.
Bar mit barocken Elementen. Wie lange soll ich denn das über mich ergehen lassen? Ja, ist ja gut. Muss ich das wieder ausschalten? Oh, meine Fresse, ey. Ja, fühle mich sehr erleuchtet. Gut, gehen wir mal da runter. Repent! Was? Ja. Ich soll hier irgendwas... Ah! 8996. Oh, weiterer Zettel. Ah ja, 2 von 4. Sandra? Fragt Jennifer. Ja, Jen? Ich mach mir Sorgen über dich. Wen hast du getroffen? Jemand, der hier aussteigen möchte. Warst du in der Lage, ihm zu helfen? Ich hoffe. Foltert ihr euch selbst? In einer dieser kleinen Kammern mit diesen flackernden Lichtern? Die Kammer des Feuers war schlecht. Aber das scheint noch schlimmer zu sein. Hinterfragt nicht des Hohepriesters Methoden. Leiden im Namen unseres Herrn wird dir helfen, ihm näher zu kommen und von Fosgau geschützt zu werden. Ich habe 3 Stunden darin verbracht. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Darauf zurückblicken kann ich nicht verstehen, warum ich diese Dinge mir selber angetan habe. Ich fange an, Zweifel an dieser Kirche zu haben. Ich weiß, dass sie mein Leben gerettet haben, aber jetzt fragen sie mich zu viel. Sie möchten, dass ich mich folter und mich selber töte. Tom, du bist dumm. Kevin, Jen und Sandra, verehren Skorro. Kommt zurück auf den Weg von Shaw. Bitte um Vergebung und Shaw wird dir vergeben. Okay. Ist hier noch irgendwas, was ich finden kann? Ja, okay, gehen wir eins tiefer. Was klatscht denn da diese Türen, ey? Kerzchen. Oh, hier ist noch eins dieser Bücher. Ach, guck mal. Mist, ich habe Angst, dass sie Sandra gekriegt haben. Wir müssen herausfinden, wem sie sich da getroffen hat. Ja, die haben sie verraten. Bevor sie gefangen wurde. Ich habe die Priester Samuels toten Körper wegtragen sehen. Einer von ihnen sagte mir, sie haben 10 Nägel in seinen Bauch geschlagen. Nach dem 5. starb er. Was sie machen, ist falsch. So falsch. Wenn die Priester ausführen, was Shaw möchte, dann kann er nicht der Gott der Liebe sein. Bitte helft mir, diesen Kult zu verlassen. Oh, jetzt will Tom raus. Okay? Tom, du hast vergessen, was wir für dich getan haben. Du bist ein Sünder. Du bist abgekommen vom Weg von Shaw. Tom, wir werden dir helfen. Wir haben einen neuen Platz für unsere Nachrichten gefunden. Finde einen Schraubenzieher. Tom, das ist die letzte Warnung. Bereue deine Sünden und beichte. Beichte und frage nach Vergebung. Jetzt. Wenn du meinen Anweisungen nicht folgst, werden wir dich bestrafen. Du hast 2 Tage, um auf den Pfad von Shaw zurückzukehren. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Okay. Mal gucken, wo wir einen finden. Das ist ein AB, den holen wir uns gleich an. Das ist ein
Stifte. Ich gehe nicht freiwillig auf die Beichtseite. So, was haben sie angestellt in ihrem Leben? Hm, okay. Sinner. Oh, ja. Ich bin ein Sünder, ja. Warteraum. Ach du Scheiße. Der König der Könige, ja. Mein lieber Freund. Wir haben eine Nachricht gefunden in der Kona Heating Systembox. Ah! Bitte geh und finde einen Schraubenzieher. Und checke von Zeit zu Zeit, ob jemand an der Box war und eine neue Nachricht hinterlassen hat. Okay, okay, dann nehmen wir mal den Schraubenzieher. Ne? Noch ein AB, ach du Scheiße. Ich liebe ja seine Stimme, aber... My dear friend, ja. Sandra has been dealt with. Now only two of the inner core members of the traitors remain. We assume that they are level 4 members, which would mean that they have access to all of the facilities. But rest assured, we will capture them as well. We will punish them for their sins. This won't hold us back or slow us down, for the day of the transition is near. Blessed be sure. May he guide my hand and destroy my enemies. My dear friend, Sandra has been... Okay, das hatten wir. My dear friend, Sandra Hier war irgendwo, hör auf zu labern. Hier war noch ein AB. Oder in der Nachrichtenbox. Jor and his beloved brother Skoro were angels working for the old ones. But Skoro grew tired of the old ones and he wanted to take the throne for himself. He amassed a group of angels around him and attacked the high heavens. The old ones sent their armies to defend them and they assigned Shor to lead them in battle. Shor was victorious and he killed every last one of the traitors except for his brother. Shor is good and he forgave his brother and he let him live. The old ones saw that Shor was victorious on the battlefield and they sent him to planet Earth. And they promised him that if he would amass enough followers around him, he would be king of all kings on earth for all eternity. Skoro, however, could not forgive his brother, and he followed him to earth where he would work in the dark against him. And thus both Shor and his brother Skoro came to earth. In the following decade, Shor wandered on earth and tried to amass followers around him while Skoro was working in the dark against him. Even though Shor was sent to heaven above earth, some of his minions remained. Das spare ich mir jetzt mal. Ich muss zu dieser Box. Box, 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 Box. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ah, geh weg. So. Wissen wir, wofür das, das Zahnschloss im, Office des, Priesters ist? Da muss irgendwo eine versteckte Tür sein. Der Code ist 705 something something. Okay, da fehlen zwei Zahlen. Und dann die 0. Okay. Nun hilf mir, den Kult zu verlassen. Tom. Also Tom wollte jetzt wirklich raus. Seitdem du einen richtigen Namen benutzt hast, wissen sie, wie du aussiehst. Und das wird sehr schwierig. Wie auch immer, sie haben dir 2 Tage gegeben, um auf den Weg von Shore zurückzukehren. Es ist dein Zeitfenster, um zu fliehen. Du musst dich aus dem Gebäude schleichen, während der Nacht. Sei sicher, dass da keine Priester in der Nähe sind und vermeide die Kameras. Dann renne weg, versteck dich für eine Weile. Versuch das alles zu vergessen und vielleicht wirst du in der Lage sein, neu anzufangen. Warum hast du deinen richtigen Namen benutzt?
Ich habe nicht gedacht, dass es dazu kommt. Verdammt, diese Spinnen. Wie kann ich sie loswerden? Lauf weg und lass alles hinter dir. Jemand folgt mir. Diese Spinnen sind überall. Jetzt schauen sie mir zu. Ich habe Angst, dass das so bleibt. Meine Hände zittern, als ich das hier schreibe. Während ich das hier schreibe. Warum war ich so blind? Warum habe ich die Wahrheit nicht gesehen? Diese Nacht werde ich versuchen zu fliehen. Goodbye. Lauf weg. Lauf weit weg. Viel Glück. Okay. Was soll ich jetzt machen? Also ich war jetzt in der Bibliothek. Ich habe jetzt vergessen, was ich machen soll. Ach nee, ich kann noch nicht ins Labyrinth rein. Warum? Habe ich noch nicht genug ausreichend hier studiert? Studying in the library. Ja, habe ich doch gemacht. Test of Faith. Test des Glaubens. Ja, ich war doch hier drin. So. Genau. Ach, warte mal, hier war doch irgendwo noch eine Tür. Vielleicht kann ich die jetzt... kann ich hier noch eine Tür jetzt nehmen? Nee. Hier kann ich noch nicht raus, ne? Ja, ich weiß. Was muss ich jetzt machen? Ich war doch in der Bibliothek. Muss ich irgendein Buch, ein spezielles Buch finden, was ich studieren soll? Ich weiß es nicht. Ich war doch hier. Was fehlt mir denn noch? In der Kammer des Schreckens, da war ich auch. Habe ich irgendwas noch nicht gemacht? Nö, ich war doch eigentlich hier fleißig unterwegs. Gucke mal. 705 und dann weiß man nicht. Okay, warte mal. Ach, guck mal, die sind abgegribbelt, ne? 705 und dann wahrscheinlich hier, ne? Okay, dann andersrum. 70562. Ah. Guck mal einer an. So. Das ist ja auch sehr vertraut. Ah! Schlüssel. Das ist der Schlüssel für die 6. Etage wahrscheinlich jetzt. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Mein lieber Freund. Es macht mich traurig zu hören, dass Tom Kima gesündigt hat. Ich autorisiere dich, ihn zu inhaftieren. Bring ihn dazu, seine Sünden zuzugeben oder zu beichten. Vielleicht ist doch irgendetwas Gutes in ihm nach all dem. Maybe, vielleicht wird Shaw ihm vergeben. Während du dabei bist, finde bitte heraus, wer die anderen Verräter sind. Vielleicht kann es euch hier Hinweise geben. Nägel helfen am besten. Okay, jetzt zeige ich den Schlüssel nach oben. Ich soll das
Labyrinth und zu Level 4 aufsteigen. Geht weg. Ja! Geht weg, ich bin. Can you feel Shaw's love? Ja, ja. Total. Das Labyrinth war hier der Eingang irgendwo, ne? Oder? Ich sehe nichts. Ne, wo stand denn... irgendwo stand doch Labyrinth dran. Oh, diese Wege hier, ey. Wo war der Weg zum Labyrinth? Moment, hier ist die Kammer. Hier geht's zur Kammer. Da war doch ein Zettel dran. Beim Labyrinth. Hier. Okay. Gut, die Folge wird etwas länger offensichtlich. Oh, er speichert. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle Pause und starten mit der nächsten Folge. Direkt ins Labyrinth. Das wird spannend. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bye, bye.